Hallo liebe Leute, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man in After Effects einen coolen Weltraum-Raumschiff-Shot erstellen kann. Dazu sei erwähnt, für diese Sache braucht ihr die aktuelle Beta-Version von Adobe After Effects, die nämlich die Möglichkeit mit sich bringt, gewisse 3D-Modelle zu importieren. Das ist in der offiziellen Version derzeit noch nicht möglich, deshalb, wenn ihr das nachmachen wollt, Stand heute, 3.2.2023 ist, ihr braucht die Beta-Version von Adobe After Effects. Wenn ihr auf der Suche nach coolen 3D-Modellen seid, dann kann ich euch nur die Webseite sketchfab.com empfehlen. Hier gibt es zu allen möglichen Themen verdammt gute 3D-Modelle. Wenn ihr nach etwas sucht, dann empfehle ich euch hier nochmal den Haken bei Downloadable zu setzen. Dann gibt es einige Modelle, hier seht ihr hier so ein Dollarzeichen, die muss man sich kaufen. Also wenn ihr das möchtet und den Künstler unterstützen möchtet, dann tut das auch gerne. Es gibt allerdings auch viele kostenlose Modelle, so wie das hier. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe halt einige Sachen aus dem Bereich Star Wars, aber auch Star Trek hier entdecken können. Und mit diesen frei verfügbaren Modellen erstellen wir jetzt auch unsere Szene. Ich muss dazu sagen, so wie ich das jetzt mache, muss das nicht jeder machen. Das ist ein Weg, zu seinem gewünschten Ergebnis zu kommen. Ich mache es sogar unter Umständen wesentlich umständlicher, als ich heute hier im Tutorial zeige, weil ich gerne so die klassische Effekt-Chain nachbaue. Das heißt, ich filme meine virtuellen Modelle vor einem Greenscreen. Oh, Benjamin aus der Vergangenheit, weißt du denn nicht, dass die früher ein Bluescreen verwendet haben zu Zeiten von Star Wars? Ja, weißt du vermutlich. Aber der Inhalt deiner Aussage stimmt natürlich. Um sie anschließend compositen zu können, so wie man das früher zu Zeiten von Star Wars oder alten Science-Fiction-Filmen gemacht hat. Hier umgehe ich diese Wege, um schneller zum Endergebnis zu kommen. Aber ich denke, das reicht, damit auch ihr relativ schnell ziemlich coole Ergebnisse erzielen könnt. Wir starten also als erstes After Effects. After Effects. So. Ich hoffe, es startet jetzt auch wirklich, denn bei so einer Beta-Version, da weiß man ja nie, was einen erwartet. So, hier seht ihr meine letzten Projekte, die ich hier mit der Beta gemacht habe. Wir machen aber jetzt komplett ein neues Projekt, damit ich hier nicht schummeln kann. Wenn ihr neues Projekt anklickt, dann werdet ihr mit diesem Bildschirm hier begrüßt. Und jetzt klicke ich auf Neue Komposition. So, jetzt muss man erstmal ein paar Grunddaten eintragen. Er hat sich hier schon gemerkt, was ich in der Vergangenheit verwendet habe. Und zwar ist das einmal eine spezifische Hintergrundfarbe, die ich später fürs Keying, also für das, ja, für das Compositing, für das Herauslöschen des Hintergrundes festgelegt habe. Die lasse ich jetzt auch mal so. Da müsst ihr aber jetzt nicht auf eine bestimmte Farbe achten, denn je nach Modell und je nach Effekt, den ich erwarte, muss ich die Farbe auch mal ändern. Denn wenn ich natürlich ein grünstichiges Raumschiff vor einem grünen Hintergrund filme sozusagen, kriege ich natürlich ein Problem. So, hier habe ich jetzt eine Auflösung festgelegt, 2560 mal
1080, das ist glaube ich 21:9 als Seitenverhältnis. Hier steht zwar irgendwas anderes, aber im Prinzip ist das so Kino-Seitenverhältnis. Ihr kennt ja vielleicht auch 16:9 oder 4:3 vielleicht noch die Älteren unter euch. Ich belasse es jetzt erstmal hierbei. Da seid ihr natürlich völlig frei in dem, was ihr machen wollt. Für dieses Video habe ich es aber einfach so entschieden. So, ich klicke jetzt hier mal auf OK. Und ich habe hier schon mal einen grünen Hintergrund. Das ist schon mal sehr beruhigend. Nun habe ich ja euch schon vorher von Sketchfab erzählt, dieser Webseite, wo man tolle, coole, detaillierte 3D-Modelle herunterladen kann. Ich werde jetzt eins dieser Modelle öffnen. Und zwar habe ich das natürlich schon vorbereitet, ja, so wie einst, keine Ahnung, Jean Pütz oder Peter Lustig, die haben auch immer Dinge für ihre Sendung vorbereitet. Und ich werde jetzt eins dieser Modelle hier reinziehen. Das nennt sich Star Wars Imperial Class Star Destroyer GLB. Das ist also ein Sternzerstörer. So. Jetzt habe ich das hier einfach in das Fenster reingezogen. Jetzt ist es erstmal hier in dieser Projektliste drin. Aber es ist natürlich hier noch nicht in der Szene. Dazu müsste ich es in die Szene reinziehen. Und ich tue es sogar. Dann werden wir mit einem neuen Fenster begrüßt. Und ihr müsst das nicht so machen. Ich beginne immer damit, dass ich sage, ich möchte das skalieren auf die Kompositionsgröße. Also klicke ich hier auf den Button wie Kompositionsgröße. So. Buff. Jetzt seht ihr also schon hier, das sieht aus wie ein Sternzerstörer. Sieht sogar ganz cool aus. Also ich zoome jetzt hier ein bisschen rein. Ist natürlich jetzt pixelig, weil ich das eigentliche Endergebnis sozusagen hier noch deutlich vergrößert habe. Aber es ist ausreichend detailliert, zumindest für so eine entfernte Aufnahme. Und das finde ich erstmal ganz cool. So, jetzt möchte ich aber nicht nur eine Aufnahme machen von einem Sternzerstörer, der vielleicht durch die Gegend fliegt, sondern ich möchte, dass der Millennium Falcon, der rasende Falke von Han Solo persönlich, vor diesem Sternzerstörer flieht. Glücklicherweise habe ich mir schon ein hübsches Modell vorher rausgesucht bei sketchfab.com und ziehe das hier ebenfalls in das Projekt. So, jetzt ist es hier auch in der Liste. Und ich ziehe es auch in dieses Fenster rein und klicke wieder den Button an, wie Kompositionsgröße. So, das ist schon mal okay. So, das sieht ja schon mal als Standbild ganz cool aus. Ist ein bisschen schräg, das ist so angelegt von dem Modellersteller. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr auch, da blitzt ein bisschen Sternzerstörer durch. Das liegt daran, dass die beiden Modelle eigentlich eine unterschiedliche Größe haben und sie aber in der Tiefe sozusagen auf einer Ebene gerade noch liegen. Das wird deutlich, wenn wir hier mal auf den Ansichtsbutton klicken. Hier seht ihr das hier. Ich klicke dann mal auf vier Ansichten und dann sieht man die ganze Szene aus verschiedenen Perspektiven. So, jetzt zoome ich hier mal raus und dann seht ihr schon, okay, der Falke ist quasi so groß wie dieses ganze Kompositionsfenster und irgendwo ist vermutlich der Sternenzerstörer. Wenn ich den hier unten links anklicke in meiner Ebenenliste, dann seht ihr schon hier am markierten Rahmen, okay, der ist irgendwie da deutlich kleiner als der Millennium Falke und findet ja wahrscheinlich in dessen Raum statt. So. Macht aber nichts, denn für den visuellen Eindruck ist das erstmal völlig egal. Was ich aber machen möchte, ist, ich möchte natürlich, dass der Falke vielleicht im Vordergrund ist, weil der cool aussieht und vielleicht auf die Kamera zufliegt und der Sternzerstörer im Hintergrund ist. Darum kümmern wir uns auch, aber das machen wir im Prinzip mit einer Kombination aus Kameraeinstellung und vielleicht Modellposition. Also wir werden sowohl die Position des Modells wahrscheinlich beeinflussen, sowie auch die Kamera weiter vom Millennium Falcon entfernen, sodass er halt, naja, auf die Kamera zufliegen kann und dass vielleicht der Sternzerstörer erstmal
ja, auch noch im Bild ist, aber nicht von dem Millennium Falcon verschluckt wird. So, was ich aber jetzt mache, ich verschiebe den Falcon erstmal nach vorne. So, ihr seht schon live quasi verpixelt, wie der Millennium Falcon aus dem Bild verschwunden ist. Generell finde ich aber die Position und die Lage, wie er da so ist, gar nicht mal so bescheuert. So, jetzt haben wir wieder unseren Sternzerstörer. Was der Szene vor allem fehlt, ist ein Licht. Nun ist es so, ich habe schon verschiedene Dinge ausprobiert. Bei mir funktioniert in After Effects vor allen Dingen das parallele Licht sehr gut bei diesen Raumschiffsequenzen. Ich klicke hier auf Neu und dann klicke ich auf Licht. Anschließend wähle ich aus Parallel. Die Farbe lassen wir jetzt mal auf Weiß, wobei ich sage, ich habe den Sternzerstörer in der Vergangenheit, wenn ich ihn mal gerendert habe, häufig eher bläulich ausgelichtet, damit dieses Grau so ein bisschen blauen Schimmer kriegt. Aber ich lasse es jetzt mal auf Weiß. Intensität ist 30%. Das hat er sich gemerkt von meinem letzten Vorgang. Ich mache das erstmal auf 100% und dann gucken wir, wie es wirkt. Und dann können wir immer noch optimieren. So, ihr seht also, da hat sich schon deutlich was getan. Da ist irgendwie ein Licht hier aufgetaucht. Und das sorgt schon mal dafür, dass die Unterseite des Sternzerstörers sehr dunkel ist und der Rest halt anders beleuchtet wird. Ich werde das Licht jetzt verschieben. Das mache ich sehr häufig hier in dieser Draufsicht. Ich verschiebe hier das erstmal. Ich bin da ganz hemdsärmlich und mache das einfach so, wie es für mich und meinen müden Verstand greifbar ist. Und jetzt drehe ich das Licht noch, also den Zielpunkt des Lichtes, weil ich gerne möchte, dass das Modell von der Seite beleuchtet wird. Das gibt einfach für diese Art von Raumschiff nochmal so den gewissen Touch. Ich sehe schon, während ich es verschiebe, so an der Vorschau grob, in welche Richtung das gehen sollte. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So ist es interessant ausgeleuchtet. Denn das Problem ist häufig bei Animationen oder so, die nicht richtig aussehen, dass bei der Beleuchtung gespart wird. Und wenn so ein Objekt halt völlig flat ist, also keine gezielte Beleuchtung erfährt, dann finde ich, wirkt es als Bildmotiv auch sehr langweilig. Jetzt haben wir also den ersten Step in eine größere Welt beschritten. Bevor wir uns jetzt einer Bewegung widmen, möchte ich tatsächlich auf den Punkt Kamera ansprechen. Denn ich möchte ja quasi, also meine Idee ist, dass dieser Sternzerstörer sich langsam Richtung Kamera bewegt und der Millennium Falcon, hier unten rechts im Bild zu sehen, quasi rasant Richtung Kamera fliegt. Das kriege ich hin. Aber dazu sollte ich jetzt mich schon mal auf eine Kameraeinstellung einigen, damit ich, was heißt einigen? Ich muss mich ja nur mit mir selber einigen. Also ich möchte eine Kameraeinstellung festlegen, damit ich im Prinzip einen groben Überblick darüber erhalte, wie das Ganze letztendlich aussehen soll. Ich klicke hier wieder rein, mache Neu und dann mache ich Kamera. So. Hier gibt es verschiedene Typen, die man auswählen kann. Für mich und meine bevorzugten Raumschiffszenen habe ich mir eine 20 mm Linse auserkoren. Den Rest lasse ich jetzt erstmal auf Standard und klicke auf OK. Dann passiert erstmal nicht viel, außer dass hier in der Auflistung der Ebenen die Kamera auftaucht. Und die werde ich jetzt erstmal positionieren. Da gibt es vermutlich auch total viele Tricks, das einfacher zu machen. Ich bin da ein Dulli und ich gucke erstmal hier in der visuellen Ansicht, okay, das ist die Kamera, die ist jetzt hier erstellt worden. Hier kann ich sie in der Tiefe verstellen und ich schiebe sie erstmal nach hinten und ich sehe dann schon in meiner Hauptansicht links, wie sich der Sternzerstörer immer weiter entfernt. Ja, warum? Weil ich natürlich die Kamera weiter von ihm wegbewege. Wenn ich jetzt hier auszoome, seht ihr schon, okay, die Kamera ist jetzt ein deutliches Stück nach hinten gerutscht und das ist auch so, wie ich das haben wollte.
Jetzt möchte ich allerdings den Millennium Falcon gerne wieder ins Bild der Kamera bringen. Also klicke ich den hier in meiner Ebenenliste an. Dann wird er hier auch gleich markiert und ich habe hier wieder im Prinzip so einen ähnlichen Fall wie bei der Kamera gerade und kann das Modell erstmal wieder in der Tiefe verschieben. Und da ist es jetzt zumindest im Blick. Und das finde ich gut. Und übrigens auch das wird natürlich jetzt von dem gerade gesetzten Licht beeinflusst. Wenn ich das hier mal in der Liste deaktiviere, das Licht, dann seht ihr, tut sich auch am Falken ein bisschen was. Da muss man ein bisschen, wie soll ich das sagen, Gespür walten lassen. Denn es ist so, in den alten Star Wars Filmen hat man schon öfters in so zusammenkomposierten Sequenzen gesehen, dass Modelle unterschiedlich beleuchtet wurden. Und deshalb passt das Licht eigentlich gar nicht immer zu dem, was in der Realität zu sehen wäre. Dennoch ist man dadurch einen gewissen Look gewöhnt. Also ich experimentiere da viel mit herum, dass ich einfach sage, okay, wisst ihr was? Deswegen mache ich das auch oft mit Greenscreen, weil ich einfach solche Sequenzen in Elementen einzeln rausrendere, stellenweise mit unterschiedlicher Beleuchtung und dann anschließend wieder zusammenfüge. Dann haben zwar nicht alle Elemente die gleiche physikalisch korrekte Beleuchtung, aber sie entsprechen irgendwie eher dem Look, den ich erwarte. So, damit wir vielleicht eine halbwegs lange Sequenz hinkriegen, würde ich mal sagen, wir lassen den Millennium Falcon deutlich länger fliegen. Er kann ja auch, soll er so hoch sein? Weiß ich gar nicht. Also ich könnte ihn jetzt noch mal ein bisschen tiefer setzen, quasi, dass er sogar den Sternzerstörer optisch verdeckt und dann später erst freigibt. Jetzt sehe ich natürlich jetzt schon in der Vorschau, er überdeckt den nicht nur optisch, sondern er ist im Prinzip hinter dem Sternzerstörer oder mittendrin. Das will ich natürlich nicht. Also mache ich das mal rückgängig und schiebe ihn nicht ganz so weit nach hinten oder schiebe ich den Sternzerstörer noch weiter nach hinten? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Sternzerstörer? Lass uns doch den Sternzerstörer noch weiter nach hinten schieben und den Millennium Falcon ebenfalls. So. Wie sieht denn das jetzt aus als Bild insgesamt? Ich würde sagen, wir machen das so, dass man den Sternzerstörer erst gar nicht sieht und quasi, weil der Millennium Falcon sich nach vorne bewegt, sehen wir den Sternzerstörer. Das gefällt mir gerade als Idee. Ja, also es ist nur eine Idee, kritisiert das bitte nicht. Das ist einfach der Shot, den ich heute gerne hätte. Der Rest läuft relativ simpel ab. Das funktioniert nämlich mittels der Keyframe-Animation. Und bei der Keyframe-Animation, da kommt auch die Zeitleiste hier unten ins Spiel. Ich möchte nämlich quasi nur, dass sich das Objekt Millennium Falcon, und tatsächlich fällt es mir heute Abend schwer, diesen Namen auszusprechen, zur Kamera hin bewegt und dass der Sternzerstörer sich auch ein bisschen bewegt und dass sich der Millennium Falcon vielleicht noch ein bisschen dreht, um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen. Also ja, das macht auch immer ein bisschen was aus. Und die Kamera lassen wir, glaube ich, vielleicht heute sogar mal statisch. Da muss ich mal gucken, ob ich das dabei belasse. Aber gehen wir mal davon aus, die bleibt jetzt statisch. Also der Falke fliegt auf die Kamera zu, entblößt quasi den Sternzerstörer dahinter. Und das war es erstmal für den heutigen Shot. So. Dann, wir haben ja schon das Objekt Millennium Falcon hier markiert. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr das natürlich machen. Und dann habt ihr hier oben rechts in diesem Inspektorbereich die Eigenschaften des Objektes. Und hier gibt es zahlreiche Optionen oder Werte, Ankerpunkt, Position, Skalierung, Ausrichtung, bla bla bla.
Was das im Einzelnen bedeutet, ist auch beinahe selbsterklärend. Einige dieser Werte werden wir jetzt anfassen. Und zwar vor allen Dingen erstmal die Position. Denn wir wollen ja, dass das Ding auf die Kamera zufliegt. Dazu ist es wichtig, wenn wir das animieren wollen, dass wir hier als erstes diese Uhr anklicken. Ist angeklickt. Damit haben wir, wie hier zu sehen, auch automatisch unseren ersten Keyframe erzeugt. Keyframe ist quasi ein Meilenstein zwischen Animationszuständen. Und dazwischen übernimmt die Software sozusagen die Animation. Das heißt also, ich sage an Punkt 1, das ist jetzt Punkt 1, ist der Millennium Falke 50 Meter von uns entfernt. Und an Punkt 2 ist er nur noch 5 Meter von uns entfernt. Und die Software berechnet sozusagen den Bewegungspfad zwischen diesen beiden Punkten. Zwischen diesen sogenannten Keyframes. So, jetzt machen wir mal 5 Sekunden. Das sollte erstmal reichen. Ich habe hier den Zeitmarker auf grob 5 Sekunden gestellt, aber ihr müsst euch nicht genau dran halten. Das kann ja auch langsamer vonstatten gehen, wenn man jetzt ein großes Raumschiff hat. Da will man eher, dass sich das etwas träger bewegt auch. Dann wählt man eine größere Zeitspanne und so weiter oder eine kleinere Distanz, die sie über die Zeit quasi zurücklegt, diese Raumfregatte oder wie auch immer. So, jetzt habe ich den aber jetzt mal auf den 5-Sekunden-Marker geschoben. Und jetzt klicke ich hier oben in dem Inspektor auf diesen mittleren Punkt. Bups. Und seht ihr, er hat einen neuen Keyframe gemacht. Wenn ich jetzt mal die Leertaste drücke, um das abzuspielen, tut sich eigentlich nichts, weil es tut sich auch nichts. Denn der Zustand zwischen diesen beiden Keyframes hat sich nicht verändert. So, wenn ich jetzt aber, dazu sind diese beiden Tasten auch sehr nützlich, zwischen den Keyframes wechsel. Also hier wird es zum ersten gehen und da zum nächsten. In diesem Fall zum letzten Keyframe. Wenn ich da jetzt die Position verändere, das kann ich entweder, indem ich hier die Werte verändere, machen oder auch in einer dieser Ansichten, was mit den Objekten mache. Das mache ich nämlich jetzt hier. Ihr seht hier wahrscheinlich nur sehr klein die Tiefenachse. Da schicke ich den jetzt einfach mal aus dem Bild raus, nach vorne. So, das habe ich jetzt gemacht. Hier unten ist er noch zu sehen, aber das hier ist der eigentliche Kamera-View. Ich weiß nicht, ob er da auch noch zu sehen ist. Nö, sollte nicht mehr zu sehen sein. So, wenn ich jetzt nämlich mal Leertaste für Play drücke, dann läuft das sehr langsam ab, weil das nicht in Echtzeit ist, weil er gerade versucht, die Bilder zu rendern. Aber das sind 5 Sekunden, also ein Vorgang, der 5 Sekunden dauert, das passt vielleicht schon. Ich kann es nach Belieben später noch verkürzen, aber erstmal akzeptieren wir das als brutale Realität. Okay, ihr seht also, der Falke bewegt sich aus dem Bild. So, jetzt habe ich hier diese Keyframes für die Fortbewegung. Ich kann aber auch, weil ich einfach möchte, dass der sich während seiner Fortbewegung noch ein bisschen dreht, kann ich auch andere Werte beeinflussen. Und da gibt es hier diese drei Werte, X-Drehung, Y-Drehung, Z-Drehung. Da gibt es keine pauschale Anleitung, denn je nachdem, wie das Modell angelegt ist, kann es sein, dass jede dieser Achsen das bewirkt, was ihr euch erhofft. Ich glaube, bei diesem Modell ist es die Z-Drehung. Nee, wahrscheinlich ist es nicht die Z-Drehung. Nein, es ist natürlich nicht die Z-Drehung. Dann ist es vermutlich die X-Drehung. Nein, die ist es auch nicht. Dann ist es die Y-Drehung. Ja, hätte ich ja auch hier gucken können, welche Achse da entsprechend ist. Die beeinflusst halt quasi die Drehung um die eigene Achse. So, jetzt möchte ich gerne, dass der während seines Heranfluges sich auch noch so ein bisschen nach links neigt. So, da kann ich jetzt einfach zum Beispiel bei einer schon festgelegten Keyframe-Animation, hier in diesem Fall Position, auf den Endframe gehen und dann gehe ich hier auf Y-Drehung und spiele ein bisschen rum. Also ihr seht schon hier, weil das Ding da noch halbwegs im Bild ist, dass sich da was tut.
Das ist nicht immer im Bild. Ihr könnt ja ein bisschen rumexperimentieren. So, wenn ich jetzt auf Play drücke, dann müsste er sich eigentlich quasi nach links neigen während des Heranfluges. Und ihr seht schon, das tut er auch. Ja, hier in der Vorschau jetzt relativ langsam. Aber ja, da tut sich schon was. Das sieht ja schon halbwegs dynamisch aus, würde ich jetzt mal behaupten. Wisst ihr was? Mir fällt aber auf, dass das hier ein bisschen zu dunkel alles wirkt. Wenn ihr mal so guckt, der Falke ist sehr dunkel. So sah das eigentlich in den alten Filmen nicht aus. Das heißt, wir könnten noch mal ein neues Licht hinzufügen. Diesmal machen wir aber ein Umgebungslicht. Umgebungslicht ist nämlich eine generelle Beleuchtung, die im Prinzip einfach nur die generelle Beleuchtungssituation betrifft. So, da lasse ich jetzt Farbe auch mal auf Weiß und Intensität auf 100%. So, da seht ihr schon, okay, das ist jetzt deutlich heller geworden. Das ist mir auch eigentlich schon fast zu hell, weil jetzt die andere Art der Beleuchtung kaum noch zum Tragen kommt. Obwohl, wie gesagt, wir sind Shots von Star Wars gewöhnt, die auch so aussehen. Aber ich kriege das jetzt nochmal doppelt an und mache mal die Intensität auf nur 40%. Da seht ihr, es wird ein bisschen dunkler, aber ihr seht immer noch die Schattierung von der anderen Beleuchtung. Ich bin sogar fast geneigt, auf 20% zu gehen. Dass ich habe, ja, das gefällt mir schon besser. Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall generell ein bisschen mehr Grundlicht, aber ich habe noch quasi die Dramatik der Parallelbeleuchtung. Hier sieht man das schön an den Glanzeffekten. Hier sind ja nicht wirklich Glanzeffekte, aber quasi an den Highlights der Beleuchtung und dass der Sternzerstörer da im Hintergrund auch noch quasi etwas Licht abkriegt von dem parallelen Licht. So, kommen wir zum Sternzerstörer. Das ist ja mein nächster Punkt. Ich möchte ja, dass der sich zumindest minimal bewegt. Ich klicke den hier in meiner Ebenenliste an. Dann wird er hier auch markiert im Bereich. Und ich mache das jetzt so. Ich scrolle hier unten wieder auf den ersten Frame. Und ihr habt das gerade beim Millennium Falcon schon gelernt mit der Bewegung. Ich klicke hier auf die Stopwatch. Wie heißt das denn nochmal? Stoppuhr, genau. Und dann wird hier der erste Keyframe erzeugt. Ich könnte jetzt quasi ein anderes Objekt anklicken und auf den Keyframe springen, aber ich mache das einfach nur grob. Ich habe jetzt hier grob unten in der Timeline einen anderen Frame ausgewählt, mache hier nochmal den Klick auf den Punkt und dann habe ich einen neuen Keyframe gesetzt und dann sage ich einfach 3520. Nee, ich mache es mit der Maus. Der soll ein bisschen näher kommen. Seht ihr das hier? So. Er kommt halt ein bisschen näher. Er bewegt sich halt ein bisschen. So. Das sieht man in der Vorschau beim Scrubben hier nur sehr marginal, aber er kommt ein bisschen näher dran. Dass da zumindest irgendwas passiert. So. Das ist schon mal ganz okay, wie ich finde. So. Nun möchte ich aber, also normalerweise würde ich das jetzt schon bis auf einen Step rausrendern und dann gucken, wie es halt wirkt und vielleicht nochmal optimieren und dann in Premiere reinpacken und den Greenscreen hier rauskeyen und den durch Weltall zum Beispiel ersetzen. Das machen wir jetzt mal in After Effects direkt. Und zwar habe ich mir schon so diverse Hintergründe mal runtergeladen. Alles frei verfügbar. Ich nehme jetzt mal so einen Sternenhintergrund, der so ein bisschen retro aussieht. So, den ziehe ich hier erstmal in das Projekt rein und dann ziehe ich ihn hier unten in diese Ebenenliste rein. Oh, da seht ihr, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Wenn man da jetzt mal ein bisschen reinzoomt. Heieiei, das ist ja schon erstmal okay. So. Dann würde ich jetzt sagen, fehlt ein ganz wichtiger Aspekt. Also im Detail ist es so, dass je nach Kameraeinstellung ich diesen Hintergrund auch noch minimal bewege. In diesem Fall würde ich eine leichte Abwärtsbewegung empfehlen. Dieser Sternhintergrund ist jetzt nicht wirklich im 3D-Raum. Wir könnten ihn im 3D-Raum stehen lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich möchte. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Sondern ich kann ihn als 2D-Ebene als Hintergrund behandeln, denn hier existiert abseitig von einer
Frontbewegung dieses Raumschiffes, keine wirkliche 3D-Bewegung, und der Sternenhimmel als Hintergrund ist eh in einer Distanz, wo der Platz in einem 3D-Raum gar nicht so wichtig ist. Dennoch möchte ich, dass auch der sich ein bisschen bewegt. Das funktioniert wie mit den anderen Objekten. Ich klicke das hier in der Ebenenliste an und dann ja, möchte ich einfach, dass der auch wieder Keyframes kriegt. Also ich gehe nochmal in meine Timeline rein, zack, gehe auf den ersten Frame, mache hier wieder den Klick auf die Stoppuhr und will einfach nur, dass er sich ein bisschen nach unten bewegt. So, dann gehe ich wieder hier auf meinen letzten Frame und oder irgendwo grob in die Richtung. Also wie gesagt, Hauptsache es sieht am Ende gut aus. Also nehmt das nicht zu sehr auseinander, das Prinzip dahinter. So, jetzt erzeuge ich hier einen neuen Keyframe und setze den Hintergrund ein bisschen weiter runter. So, jetzt müsste der sich eigentlich ein bisschen verschieben. Ja, tut er. Sieht man schon beim Scrubben in der Vorschau, dass sich der Sternenhimmel ein bisschen verschiebt. Allerdings auch der Sternzerstörer. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Distanz her so aussehen sollte. Also würde ich sagen, wir verschieben auch den Sternzerstörer nicht nur in seiner Tiefe, weil er sich nach vorne bewegt, sondern auch ein bisschen nach oben. Wir markieren also den Sternzerstörer hier in unserer Ebenenliste, gehen nochmal in den Inspektor hier rein und gehen auf den letzten Keyframe, den wir da festgelegt haben. Denn der hat ja quasi schon zwei Keyframes für die Bewegung zur Kamera hin. Und da verändern wir ein bisschen die Höhe. Und zwar möchte ich, dass der auch ein bisschen mit nach oben wandert, so wie der Sternenhimmel. Nicht hundertprozentig so, aber dass es ungefähr so passt. Aber das sieht schon so grob so aus, als dürfte das passen. Ja, kann sogar noch ein bisschen mehr, würde ich mal behaupten, damit er nicht ganz so losgelöst vom Hintergrund wirkt. Um ein gewisses Gefühl von Räumlichkeit zu haben, sollten sie sich nicht absolut identisch nach oben bewegen. Aber ja, doch, das passt schon. Also in der Vorschau würde ich jetzt sagen, das ist okay. Das ist okay. Das passt also schon mal soweit. Im Prinzip haben wir schon das grobe Handwerk an dieser Einstellung erledigt. So, jetzt möchte ich aber noch ein bisschen Bonus haben. Und zwar passt mir etwas nicht. In diesem Modell ist es das dunkle Cockpit des Millennium Falcons. Das ist nämlich tiefenschwarz und ich möchte, dass das so ein bisschen subtil beleuchtet wird. Und ihr könnt euch denken, vielleicht, wie das funktioniert, ich füge ein neues Licht hinzu. Diesmal ist es allerdings ein Punktlicht. So, das nenne ich mal Cockpit-Beleuchtung. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Friemelkram. Ich möchte es ein bisschen gelblicher haben, weil ich das Innenlicht vom Millennium Falcon, vom Cockpit, nicht so ganz weiß empfinde. Also habe ich hier einen gelben Farbton ausgewählt. Ich mache es mal wieder 100% Intensität. Man kann ja dann immer noch ändern. So, jetzt seht ihr schon, hier ist irgendwas passiert. Alles wirkt auf einmal auch gelblich. Das liegt daran, dass dieses Licht einfach irgendwo hingesetzt wird. So, was ich jetzt machen möchte, das ist ein bisschen Frickelarbeit. Auch da wird es wahrscheinlich Leute geben, die das schneller und besser können. Ich werde das jetzt im Cockpit des Millennium Falcons positionieren. So, ihr seht also auf jeden Fall schon hier in der Vorschau, da hat sich ein bisschen was an Beleuchtung getan. Ich bin jetzt erstmal grob zufrieden damit, aber ich würde fast sagen, ich drehe die Intensität der Cockpit-Beleuchtung hier nochmal ein bisschen runter. Ich mir eher auf 50% als Anhaltspunkt, weil das soll eigentlich nur so ein bisschen subtiles Licht geben. Das sieht ja alles schon ganz gut aus, so fürs Standbild, aber dieser Sequenz fehlt etwas ganz Elementares und das ist die sogenannte Bewegungsunschärfe. Denn wann immer sich Objekte vor einer Kamera bewegen, entsteht diese in der Regel und ist auch gewollt. Und auch das bringt Dynamik ins Bild.
Und ja, da gibt es einen ganz einfachen Trick, das in dieser Form hier umsetzen zu können. Ich klicke hier nochmal in meine Ebenenliste rechts und sage Neu und dann Einstellungsebene. Und die landet idealerweise hier an der Spitze all dieser Elemente. Falls sie bei euch irgendwie mittendrin entstehen sollte, dann zieht sie einfach manuell mit der Maus nochmal nach oben. Und dann sucht ihr hier unter Effekte und Vorgaben nach der sogenannten Pixelbewegungs- und Schärfe. Ist ganz wichtig, also Bewegung. Und dann taucht das hier schon auf und zieht das hier auf die Einstellungsebene einfach drauf. So, da seht ihr schon, da hat sich was getan. Hier entsteht automatisch schon Bewegungsunschärfe, denn dieses Objekt ist gerade mitten in einer Bewegung und das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Man könnte hier im Inspektor des Effektes noch etwas an der Bewegungsunschärfe ändern. Zum Beispiel kann man den Verschlusswinkel hier auf, sagen wir mal, 300 verändern. Dann seht ihr, dass die Bewegungsunschärfe noch mal deutlich krasser wird. Der Standardwert von 180 ist aber schon ausreichend und hat halt entsprechende Auswirkungen auch auf den Look. Es ist manchmal subtil, also man müsste einen A-B-Vergleich machen, um den Unterschied zu erkennen, aber es wirkt halt deutlich realistischer, als wenn man das Ganze ohne Bewegungsunschärfe rendern würde. Damit dieses Cockpit-Licht aber nicht einfach nur an der Stelle stehen bleibt, denn wenn wir jetzt mal hier in der Timeline voranschreiten, bleibt das Licht einfach an der gleichen Stelle. Es soll ja im Cockpit bleiben, müssen wir es quasi an den Millennium Falcon attachen. Seht ihr diesen Kringel hier in dieser Ebenenliste? Diesen Kringel gibt es bei jedem Objekt und dann muss man hier einfach nur die Maustaste festhalten und ich ziehe jetzt den Kringel von der Cockpitbeleuchtung, die ich gerade erstellt habe, zum Millennium Falcon und schon wandert sie mit. Sie wandert immer mit dem Falcon. Ich finde sie trotzdem scheiße mittlerweile, weil mir das alles zu gelblich wird. Auch der Sternzerstörer ist mir hier zu gelb. Dazu müsst ihr verstehen, normalerweise würde ich diese ganzen Elemente auch einzeln rendern. Ich würde quasi den Flug des Millennium Falcon rendern mit der Beleuchtung, die ich von ihm haben will. Dann würde ich quasi eine ähnlich geartete Szene, also ich würde die Szene einfach kopieren und den Millennium Falcon rauslöschen und dann zum Beispiel den Sternzerstörer rendern, damit so Details wie zum Beispiel die Cockpitbeleuchtung und andere Dinge, die ich einfach spezifisch für diesen einen Shot von diesem einen Raumschiff konzipiert habe, sich nicht auf alles andere auswirken. Also, ich werde jetzt einfach die Cockpitbeleuchtung deaktivieren. Ich mache sie jetzt erstmal unsichtbar und schon gefällt mir der insgesamte Look besser und ich lasse es so rausrendern und dann gucken wir mal, was wir davon halten. Ansonsten, ja, kann ich euch, wenn ihr so seid wie ich, raten, rendert ruhig alles einzeln, dann auch ruhig mit grünem Hintergrund, so wie ich es ja eingangs erläutert habe. Also ihr könnt dann quasi die grüne Farbe rauslöschen und in einer neuen Komposition die Elemente wieder zusammenfügen. Das fällt mir manchmal leichter, als immer dieses gesamte Konstrukt ja in Einklang zu bringen. Und im Umkehrschluss, so haben sie es halt früher auch gemacht. Also einzelne Elemente aufgenommen und die dann anschließend zusammengefügt. Deswegen wirkt halt manches, wenn man es physikalisch betrachten würde, in Star Wars auch falsch. Aber es hat halt einen bestimmten Look, den ich versuche zu replizieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Shot jetzt ein Paradebeispiel ist, aber ich gebe mir Mühe. Und das macht mir wirklich verdammt viel Spaß. Und ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Nice. Ja, passt doch. Okay, gefällt mir eigentlich. Ist halt natürlich schon irgendwie langweilig. Aber er funktioniert als Shot. Also für mich als Star Wars Raumschiff-Effekt-Shot ist das definitiv tragbar. Ich meine, man sieht nur im Detail natürlich jetzt eine subtile Bewegung von dem Sternzerstörer. Vielleicht könnte ich den noch mal ein bisschen beschleunigen. Der Falke
Die Flugbahn, das gefällt mir sehr gut. Der Sternhintergrund, das gefällt mir auch gut. Um den Look jetzt noch zu finalisieren, ergreife ich meistens noch andere Maßnahmen. Also es kommt noch eine Filmkörnung dazu, es kommt eine Vignette dazu. Das sind alles Effekte, die aber im Prinzip über die fertig gerenderte Sequenz gelegt werden, die dann im Prinzip für mich das nochmal etwas runder machen. Aber an sich ist das genau das Ergebnis, das ich erwartet habe. Und ihr habt ja das Projekt dann angelegt und könnt dann ja auch einfach ein bisschen was an der Kameraperspektive drehen. Und das macht schon viel an der Dynamik aus. Na, also ihr habt ja einfach diesen Vorgang komplett konfiguriert, könnt die Komposition in dem Projekt in After Effects auch einfach kopieren und neu einfügen. Und dann filmt ihr diese Sequenz quasi mal aus einem anderen Blickwinkel und guckt, was euch besser gefällt. Und dann kann man schon eine Menge machen. Und meine letzte Weisheit des Tages soll dann sein, vergesst nicht den Ton. Also etwas kann noch so hanebüchen aussehen. Mit gutem Ton oder mit zumindest passendem Ton überlistet man den Verstand des Zuschauers zu 50%. Und dann wirkt es auf einmal plötzlich völlig stimmig, selbst wenn es in der stillen, rohen Variante manchmal noch etwas krude wirkte. Also, viel Spaß beim Basteln. Zeigt mir eure Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt. Bis denn, euer Ben. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder hier auf diesem Kanal und es hat dem einen oder anderen vielleicht geholfen. Ich weiß, alle suchen nach 2-Minuten-Tutorials und das war jetzt wirklich keins. Aber ich finde, selbst für faule Leute wie mich dürfte anschließend das Grundkonzept einer solchen Einstellung und vielleicht die Idee, die noch erweitern zu können, greifbarer geworden sein.